Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Norbert König hat Wintersport für Sie. Ja, Langlauf und Biathlon, guten Abend. Und wir schauen auf diese Themen. Keine Verhandlungen. Ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine erteilt Bundeskanzler Scholz einem Diktatfrieden mit Russland eine Absage. Offene Konfrontation. Beim G20-Gipfel trifft Außenministerin Baerbock auch auf ihren russischen Amtskollegen Lavrov und findet deutliche Worte. Und die Frage der Schuld. Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland wird gestritten, war es menschliches Versagen oder chronisches Missmanagement? Seit gut einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Und gut ein Jahr ist es her, dass Kanzler Scholz im Bundestag seine Zeitenwende-Rede hielt. Heute gab er eine Regierungserklärung ab und zog Bilanz. Oppositionsführer Unionsfraktionschef Merz kritisierte, dass die Zeitenwende viel zu langsam umgesetzt werde. Die Einzelheiten von Klaus Brodbeck. Ein Jahr Krieg in der Ukraine, ein Jahr Zeitenwende, ausgerufen vom Bundeskanzler. Der macht heute klar, er bleibt bei seinem Kurs. Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung. Deshalb leisten wir humanitäre, wirtschaftliche und militärische Hilfe für die Ukraine, für ihre Bürgerinnen und Bürger. Mehr als 14 Milliarden Euro in den zurückliegenden 12 Monaten. Die Union trägt die Unterstützung für die Ukraine mit, bemängelt aber, dass die Zeitenwende an der Bundeswehr bislang weitgehend vorbeigegangen sei. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Davon sind nach Stand von heute, wenn der Deutsche Bundestag richtig informiert worden ist, 600 Millionen Euro ausgegeben. Und weitere Bestellungen lassen auf sich warten. Heftig die Auseinandersetzung, als Grüne und FDP kritisieren, prominente Vertreter der Linken übernehmen Putins Propaganda, wie auch Rechte. So zu tun und den Menschen weiß zu machen, als ginge es um Diplomatie oder Waffen, ist falsch. Wenn Sie nicht alle so denken wie diejenigen, die an dieser fürchterlichen Demo teilgenommen haben, wenn das nicht so ist, wenn dass Sie so denken wie diese rechte Fraktion, dann müssen Sie sich von diesen Kräften in Ihrer Partei trennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie müssen sich von denen distanzieren. Widerspruch von beiden äußeren Rändern im Parlament. Wer heute gegen Kampfpanzerlieferungen ist und Diplomatie einfordert, der wird aus einer riesigen Allianz, aus der Politik, aus Medien als naiv und russlandfreundlich bezeichnet. Aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner, der heißt USA. In diesen Minuten startet der Bundeskanzler zu einem Arbeitsbesuch bei US-Präsident Biden. Es geht um die Ukraine, es geht immer weiter. Und der Ukraine-Krieg ist auch Thema beim Treffen der G20-Außenministerinnen und Minister in der indischen Hauptstadt. Auf eine Abschlusserklärung konnten sie sich dabei jedoch nicht einigen. Erstmals seit Monaten sind dort aber die Außenminister Russlands und der USA für ein kurzes Gespräch zusammengekommen. Bundesaußenministerin Baerbock rief auf dem Treffen ihren russischen Kollegen Lavrov auf, den Krieg zu beenden. Aus Neu-Delhi, Norman Odenthal. Die deutsche Außenministerin ist nicht nach Neu-Delhi geflogen, um den heißen Brei herumzureden. Klartext hat sie sich vorgenommen und er bekommt das zu hören. Amtskollege Lavrov aus Russland. In ihrer Rede hinter verschlossenen Türen spricht Annalena Baerbock ihn mehrfach direkt an. Stoppen Sie den Krieg, Herr Lavrov. Baerbock sieht den Russen isolierter denn je. Hier an diesem G20-Tisch haben 19 Länder deutlich gemacht, dass dieser Krieg enden muss, dass sie alle endlich Frieden wollen. Eine direkte Konfrontation, die der Gastgeber Indien wohl gern umgangen hätte. Der Premierminister versuchte früh am Morgen den Ton zu setzen. Die Gespräche stünden natürlich im Zeichen der aktuellen geopolitischen Spannungen, sagt Modi. Aber wir sollten nicht zulassen, dass die Themen, die wir nicht gemeinsam lösen können, den Themen im Weg stehen, die wir gemeinsam lösen können. Wirtschaftliche Entwicklung, Energie- und Nahrungsmittelsicherheit. Indien müht sich, die Interessen des globalen Südens in den Mittelpunkt zu rücken. Doch der Krieg überlagert alles. Zwei, die dabei eine Schlüsselrolle spielen, reichen sich die Hand. Russland und China demonstrieren Verbundenheit. Wie weit die geht, darüber kann man weiter rätseln. Waffenlieferungen gäbe es nicht. So interpretiert jedenfalls die Deutsche, was sie vom Chinesen hört. Man hat darauf hingewiesen, dass man das nicht täte, was eine gute Nachricht wäre.
klingt mehr nach Vorsicht denn Vertrauen. Aber derzeit muss man wohl nehmen, was man kriegen kann. Und Thomas Reichert vor Ort. Thomas, China will vermitteln im Ukraine-Krieg, steht aber gleichzeitig an der Seite Russlands. Wie ist die Rolle Chinas zu sehen? Also China wäre natürlich der große Friedensvermittler, aber dafür fehlt Peking aus meiner Sicht jede Glaubwürdigkeit. Das wurde auch heute in Neu-Delhi nochmal ganz klar. China steht eindeutig auf der Seite Russlands, hat zum Beispiel heute eine gemeinsame Erklärung der G20, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt hätte, die hat Peking verhindert. Da ist wenig Annäherung durch China vermittelt zu erkennen, eher, dass China die Blockbildung zwischen dem Westen und China, dem China-Russland-Block, beschleunigt. Am Rande der Konferenz immerhin gab es einen kleinen Dialog. Da hat Außenminister Blinken, der amerikanische Außenminister, den russischen Außenminister Lavrov kurz getroffen. Ein kurzer Austausch, bei dem es laut amerikanischer Seite darum ging, dass Blinken klargemacht hat, die USA werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. Was Lavrov selbst darauf geantwortet hat, dazu schweigt die russische Seite. Aber immerhin, die beiden haben mal wieder miteinander geredet. Es war tatsächlich das erste Mal, dass die beiden Außenminister seit Beginn des Krieges sich persönlich getroffen und ausgetauscht haben. Vielen Dank für die Einschätzung aus Neu-Delhi. Thomas Reichert. Ja, und in der Ukraine gehen währenddessen die Kämpfe mit voller Härte weiter. Besonders im schwer umkämpften Bachmut im Osten des Landes ist die Situation unübersichtlich. Söldner der russischen Wagner-Gruppe behaupten, bis ins Stadtzentrum vorgedrungen zu sein. Vom ukrainischen Generalstab heißt es, man wehre die heftigen Angriffe weiter ab. Auch die Stadt Saporischschja weiter südlich ist in der Nacht beschossen worden. Eine Rakete traf ein mehrstöckiges Wohnhaus. 3 Menschen starben, 6 wurden verletzt. Nach Angaben aus Moskau hat es unterdessen auch einen Angriff auf russischem Gebiet gegeben. Demnach sollen in der Grenzregion Bryansk 2 Menschen getötet und ein Kind durch den Beschuss verletzt worden sein. In mehreren Videos bekannten sich offenbar russische Nationalisten zu dem Angriff, die auf Seiten der Ukraine stehen. Russlands Präsident Putin sprach von einem Terrorangriff und berief eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein. Man fragt sich, was dahinter steckt für Begarden in Moskau. Was weiß man Stand jetzt über den Vorfall? Also die ukrainische Regierung, die weist alle Verantwortung für diesen Vorfall von sich und warnt davor, dass Russland das Ganze habe vielleicht inszenieren können, um zu rechtfertigen eine Ausweitung der Kämpfe in der Ukraine. Das ist eine Möglichkeit, die natürlich immer in Betracht gezogen werden muss. Aber es gibt ein paar Dinge, die in diesem Fall gegen eine russische Desinformationskampagne sprechen. Zum Beispiel, dass bisher noch weder Videos noch Fotos veröffentlicht worden sind von diesen mutmaßlichen Angriffen. Und dann eben diese Videos, die wiederum im Internet zirkulieren und in denen eine Handvoll Männer sich bekennen und sagen, sie seien das russische Freiwilligenkorps, sie seien in das Bryansker Gebiet eingedrungen und diese Männer rufen die russische Bevölkerung zum bewaffneten Widerstand gegen die eigene Regierung auf. Zumindest einer dieser Männer ist seit langem bekannt als russischer Nationalist, der sich in der Ukraine der ukrainischen Armee angeschlossen hat und an deren Seite gegen Russland kämpft. Also ein etwas verworrenes Bild derzeit noch. Der FSB, der russische Inlandsgeheimdienst, hat heute Abend bekannt gegeben, dass die Angriffe jedenfalls beendet worden seien und dass man die Angreifer auf ukrainisches Gebiet zurückgedrängt habe. Vielen Dank aus Moskau für Begar. Wegen seiner Nähe zu Präsident Putin und seiner Arbeit für russische Energiekonzerne gibt es ja deutliche Kritik an Altkanzler Gerhard Schröder. Und aus der SPD den Versuch, ihn aus der Partei auszuschließen. Jetzt wurde aber auch in zweiter Instanz entschieden, Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. Er habe nicht gegen die Parteiordnung verstoßen, so die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover. Gegen die Entscheidung kann auch Einspruch bei der Bundesschiedskommission eingelegt werden. Dies gilt aber als wenig erfolgversprechend. Nach Berlin. Dort hat sich der Vorstand der Landes-CDU einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit der SPD ausgesprochen. Sie sollen in der kommenden Woche beginnen. Mit Kai Wegner könnte damit wieder ein Christdemokrat regierender Bürgermeister werden. Die CDU war stärkste Partei bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus geworden. Die SPD hatte sich bereits gestern entschieden, mit der CDU Gespräche aufzunehmen. 2022 gab es 121 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Im Jahr zuvor waren es 70. So eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Die Angriffe haben damit erstmals seit 2015 wieder zugenommen.
Jüngst gab es in Greifswald aggressive Proteste gegen eine neue Containerunterkunft für geflüchtete Menschen. Dass dabei auch Rechtsextremisten eine Rolle spielen, zeigt Anne Stadtfeld am Beispiel Greifswald. Das Ostseeviertel am Rande der Hansestadt Greifswald. Diese Wiese ist noch unbebaut. Die Stadt möchte hier ein Containerdorf für 500 Geflüchtete errichten. Im Stadtteil gehen die Meinungen dazu auseinander. Die Leute müssen ja irgendwo bleiben. Und würden wir in der Lage sein, wir wären auch froh, wenn wir irgendwo unterkommen könnten. Wir haben hier unsere Autos zu stehen und man weiß ja nicht, wie das mit der Kriminalität bei den Leuten ist. Da habe ich immer so ein bisschen Angst vor. Am Montagabend versammeln sich 500 Menschen am Rande einer Sitzung der Ortsteilvertreter, demonstrieren unangemeldet gegen die Unterkunft. Darunter auch 20 Gewaltbereite und Rechtsradikale. Der Oberbürgermeister braucht Polizeischutz, um das Gebäude zu verlassen. Bundesweit gehen Menschen wegen der aktuellen Migrationspolitik auf die Straße. Rechtsextreme unterwanderten diese Proteste immer wieder, warnen Experten. Friedliche Demonstranten sollten sich deutlich abgrenzen. Es ist davon auszugehen, dass Rechtsextremisten nur auf die Gelegenheit warten, dass es solche Proteste gibt, damit sie nämlich dort sich dann anschließen können. Weil ihr Anliegen ist es ja immer, nicht am Rande der Gesellschaft zu stehen, sondern ihre Anliegen in die Mitte der Gesellschaft hineinzutragen. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder verurteilt das aggressive Verhalten Einzelner und sieht die Zuwanderung als Chance. Wir müssen zu einer legalen Einwanderung kommen, die unser Arbeitskräfteproblem löst, die illegale Einwanderung reduziert. Es müssen geordnete Verfahren werden. Das Containerdorf in Greifswald könnte kleiner als geplant werden. Darüber beraten Stadtvertreter zur Stunde. Wie kann, will und muss sich die katholische Kirche verändern? Diese Frage stand über allem bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Ihr Vorsitzender Betzing zeigte sich zum Abschluss zuversichtlich. Die Mehrheit der deutschen Bischöfe strebe nachhaltige Veränderungen an und stehe hinter den Reformanliegen des synodalen Wegs, trotz Kritik aus dem Vatikan. Der synodale Weg war nach Bekanntwerden zahlreicher Fälle sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche ins Leben gerufen worden und will kommende Woche seine Vorschläge verabschieden. Nach Griechenland. Dort sind viele Menschen nach dem Zugunglück mit mindestens 46 Toten fassungslos. Und in die Trauer mischt sich immer lauter die Frage, hätte die Katastrophe verhindert werden können? Der zuständige Bahnhofsvorsteher hat einen Fehler eingeräumt. Die Regierung gibt jahrzehntelanges Versagen bei der Modernisierung zu. An der Unglücksstelle suchen Einsatzkräfte weiter nach Vermissten. Die Strecke zwischen Athen und Thessaloniki bleibt gesperrt. Annette Hilsenbeck. Sie zerteilen die Trümmer, die einst die vorderen Waggons waren, nach und nach. Denn die Rettungskräfte wollen alle bergen, die im Zug waren. Deshalb wurden direkt Kräne und Spezialgerät eingesetzt, damit Teile herausgeschnitten werden und man ins Wrack gelangen kann. Dienstagnacht war der IC mit einem Güterzug auf demselben Gleis frontal zusammengestoßen. Die meisten Passagiere waren Studenten aus Thessaloniki. Gestern Abend trauerten dort viele um die Opfer. Auch in Athen gingen tausende Demonstrierende auf die Straße. Wir Studenten haben uns vor der Bahngesellschaft versammelt, weil wir sehr wütend sind und geschockt darüber, was passiert ist. Und die Schicksale, die vielen Leben, die zerstört wurden. Der Stationsvorsteher, der gestern verhaftet wurde, soll die Züge durch falsche Eingabe auf dasselbe Gleis gelenkt haben. Doch die Unfallstrecke steht schon lange in der Kritik, weil das elektronische Signalsystem nur an wenigen Stellen funktioniert. Ein 2016 genehmigtes neues System wurde nie eingebaut. Heute streiken landesweit die Eisenbahner. Sie sehen die gesamte Infrastruktur der Bahn vernachlässigt. Das war keine Naturkatastrophe oder Erdbeben oder Brand. Das hat sich angebahnt und die Verantwortung reicht lange zurück, nicht nur zur heutigen Regierung. Die steht jetzt kurz vor Parlamentswahlen unter Druck und spricht von Versäumnissen. Es ist aber auch die Wahrheit, dass wir es nicht geschafft haben, diese auszuräumen. Deshalb übernehmen wir ein Stück der Verantwortung, das uns zukommt. Nun verspricht man Erneuerung. Für die Opfer des Zugunglückes kommt dies zu spät. Schon fast einen Monat ist es her, das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Hunderttausende sind seitdem obdachlos. In den Städten liegen noch immer riesige Schuttberge. Und in den abgelegenen Dörfern kommt Hilfe nur verzögert an. Zum Beispiel in einigen Ausläufern des Taurusgebirges. Isabel Tümena hat eine deutsch-türkische Hilfsorganisation in Karamanmaraş begleitet.
Schon früh am Morgen werden die Lkw in Karaman Maraş beladen. Die Mitarbeiter von Hasene, einer internationalen islamischen Hilfsorganisation, packen Babywindeln, Lebensmittel und Heizkörper in die Autos. Der Leiter der Organisation ist aus Deutschland angereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Es ist wichtig, dass man die Gesundheitsversorgung aufrechterhält. Wir beobachten, dass es einige neue Krankheiten auch gibt, auch dadurch, dass die Hygiene nicht gewährleistet werden kann. Also in vielen Gebieten gibt es bisher noch keine Möglichkeiten, sich zu waschen. Es geht in die Dörfer im Taurusgebirge. Hier kommt wenig Hilfe an von den staatlichen Organisationen. Karaman Maraş selbst ist stark betroffen vom Erdbeben. Früher einmal wohlhabendes Handelszentrum, jetzt in weiten Teilen Trümmerwüste. Und auch in Woche 4 nach dem Beben gibt es in vielen Stadtteilen immer noch keinen Strom und sauberes Wasser. Niemand von der Regierung kam uns besuchen in unser Zelt in der Nähe des Rathauses. Heute sollen wir das Zelt verlassen. Warum? Die Lkw von Hasene erreichen nur langsam die Dörfer in den Bergen. Es liegt immer noch etwas Schnee. In Kemali der erste Halt. Familie Yildirim ist hierher in die Berge geflohen. Ihr Haus in der Stadt ist zerstört. Wir werden hier eine Weile bleiben, weil es in der Stadt so viel Smog gibt durch den Staub der Trümmer. Und es ist für uns und unsere Kinder gefährlich. Die Hilfstransporter müssen weiter. Die Menschen in den Dörfern werden wohl noch lange auf ihre Lieferungen angewiesen sein. Trotz der weltpolitisch schwierigen Lage funktioniert die internationale Zusammenarbeit auf der ISS. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist am Morgen eine SpaceX-Rakete mit zwei amerikanischen, einem russischen und einem Raumfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet. Morgen wird die Crew an der Internationalen Raumstation erwartet. Sie soll einen Teil der aktuellen Besatzung ablösen und 6 Monate dort verbringen. Die Saxophonlegende Wayne Shorter ist tot. Der US-Jazzmusiker und Komponist starb heute im Alter von 89 Jahren. Shorter gilt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte. Im Verlauf seiner langen Karriere spielt er mit Größen wie Miles Davis und Herbie Hancock. Und wir kommen jetzt zum Sport. In Planica ist heute ein weibliches Quartett aus Deutschland an den Start gegangen und hat im Ziel ja wirklich lautstark gejubelt, Norbert. Ja, 20 Kilometer geteilt durch 4 starke Frauen ist gleich WM-Silber. Und das hat es bei nordischen Skiweltmeisterschaften lange nicht gegeben. Nur Norwegen ist in der Endabrechnung schneller als die DSV-Läuferinnen Gimler, Hennig, Fink und Karl. Silber gewonnen und extrem glücklich über diese starke Leistung, die natürlich erhofft, aber auch von Schlussläuferin Viktoria Karl nicht unbedingt zu erwarten war. Ich konnte es im ersten Moment gar nicht glauben. Ich war einfach noch so fokussiert und dachte mir so, das hast du jetzt nicht im Ernst geschafft. Nach Überraschungssilber bei Olympia im letzten Jahr gewinnt die deutsche Frauenstaffel nach 12 Jahren ohne WM-Medaille wieder Silber. Ich bin super glücklich und super stolz über unser Ergebnis heute, dass wir es nochmal erreicht haben, wieder eine Medaille zu schaffen. Zwischenzeitlich kämpfte sich Katharina Hennig sogar auf Platz 1 vor. Und dann war es vor allem auch Pia Fink, die als dritte Läuferin überraschte und allen Angriffen von Schweden und Finnland trotzte. So letztlich auch die starke Viktoria Karl, bedeutet Platz 2 für die deutschen Langläuferinnen hinter Norwegen. Er ist ein Biathlon-Phänomen und einfach nicht zu stoppen. Der Norweger Johannes Thingnes Bø, zuletzt in Oberhof mit 5-mal WM-Gold dekoriert, hat in Nové Město na Moravě schon zum 12. Mal ein Einzelrennen der aktuellen Weltcup-Saison gewonnen. Der Weltcup in Nové Město einmal mehr Ausdruck der Dominanz von Johannes Thingnes Bø. Der Norweger bleibt über die 10 Kilometer Sprintdistanz ohne Schießfehler und sichert sich seinen 15. Saisonsieg. Damit gewinnt er vorzeitig den Weltcup im Sprint. Sein älterer Bruder Tarjei Bø wird Zweiter, exakt eine halbe Minute langsamer. Den beeindruckenden norwegischen Vierfacherfolg komplettieren Christiansen und Strömsheim auf den Plätzen 3 und 4. Bester Deutscher Roman Rees im Ziel nach einer Strafrunde knappe 1,5 Minuten Rückstand auf den Ausnahmeathleten Bø bedeutet Platz 8. Immerhin noch einstellig. Danke, Norbert. Beim Wetter geht es um Sonne und Nebel. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Das Heute-Journal können Sie um 21.45 Uhr sehen mit Marietta Slomka. Bis morgen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das umfangreiche Hoch über Großbritannien beeinflusst auch das Wetter bei uns. So ist es über Deutschland, Frankreich und Spanien trocken und kaum Regen ist dabei. Dafür bildet sich in der Nacht vor allem nach Norden hin Nebel und der kann ziemlich dicht sein. Nebel und Nebel am Boden und auch Hochnebel sind dabei. So ähnlich auch nach Süden hin. Dazwischen gibt es aber Bereiche, da wird es sternklar sein bei tiefsten Temperaturen von minus 8 Grad in den östlichen Mittelgebirgen. Sonst minus 5 bis plus 2 Grad, aber häufig Temperaturen unter der 0-Grad-Marke. Morgen, wenn sich der Nebel auflöst, zeigt sich durchaus die Sonne. Es kann aber im Norden durchaus längere Zeit dicht bleiben. Nach Süden hin gibt es einige Schneeflocken, viel wird es nicht sein, sonst aber häufig Sonnenschein bei höchsten Temperaturen von 3 bis 8, teils 11 Grad Richtung Rhein-Main-Gebiet. Dort, wo die Sonne nicht hervorkommt, in den Nebelgebieten etwa 0 Grad. Die nächsten Tage, ja, etwas Regen und Schnee ist dabei, 2 bis 9 Grad am Samstag und danach ein bisschen kühler. Damit einen schönen Abend.